Heute will ich dir einen Indikator vorstellen, der vor allen Dingen für diejenigen interessant ist, die im kurzfristigen Trading erfolgreich sein wollen. Welcher Indikator das ist, verrate ich dir nach dem Intro. Hallo, mein Name ist Thomas Blees und ich bin seit 15 Jahren als Trader und Investor an der Börse aktiv. Inzwischen bin ich nachhaltig erfolgreich und mit meinen Online-Kursen und YouTube-Videos möchte ich dir helfen, dass du das auch schaffst. Bei dem Indikator geht es um den VWAP. Den Volume Weighted Average Price, auf Deutsch volumengewichteter Durchschnittspreis. Das hört sich erstmal sehr sperrig an, soll dich aber nicht abschrecken. Wir gehen auch gleich in die Charts und ich zeige dir, wie du dir diesen VWAP automatisch in den Chart einfügen lassen kannst, will dir aber zunächst erklären, was es damit überhaupt auf sich hat und wie der berechnet wird. Wir machen ein ganz einfaches Beispiel, damit du es nachvollziehen kannst. Der VWAP bezieht sich immer auf eine Handelssitzung. Deswegen ist er besonders gut anzuwenden im kurzfristigen, im Daytrading-Bereich. Nehmen wir also an, wir haben eine Aktie X, deren Kurs so um die 100 Dollar pendelt, so zwischen 100 und 102, 103. Und jetzt wird immer geschaut während der Sitzung, welches Volumen findet denn statt, welches Volumen wird gehandelt, auf welchem Kurs. Wir machen jetzt mal eine beliebige Rechnung, nur um dir zu zeigen, wie das dann aussieht. Nehmen wir also an, die Aktie X wird zum Kurs von 100 1000 Mal gehandelt, dann zum Preis von 100 5000 Mal, bei 100 Dollar 50 500 Mal, bei 102 Dollar werden 800 Stück umgesetzt und bei 102 Dollar 20 werden 1100 Aktien umgesetzt. Und jetzt wird das Volumen gewichtet und dann kann man einen volumengewichteten Durchschnittspreis errechnen. Wir gehen deswegen mal weiter. Das Volumen müssen wir uns erst noch zusammenzählen. Das sind insgesamt also 8400 Aktien gehandelt worden. Und jetzt multiplizieren wir jeweils das Volumen mit dem dazugehörigen Preis, beziehungsweise das wird nachher alles automatisch gemacht. Es geht wirklich hier nur darum, dir einfach mal zu zeigen, wie die Rechenoperation aussieht. Also Kurs 100 multipliziert mit dem Volumen von 1000 gibt 100.000. 101 Kurs mal Volumen 5000 gibt 500, 5000 und so weiter und so fort. Und so haben wir jeweils das Volumen gewichtet. Je mehr Volumen auf einem Preis stattfindet, desto stärker wird dieser Preis dann einfach gewichtet. Ganz einfach. Und jetzt haben wir am Ende also hier 8400 Aktien, die gehandelt wurden. Und das multiplizierte Kursvolumen beträgt gewissermaßen 849.770. Und jetzt müssen wir einfach nur noch diese 849.770 teilen durch das Volumen. Und dann kommen wir auf einen volumengewichteten Durchschnittspreis von 101,16 Dollar. Und jetzt gehen wir in die Charts und dann zeige ich dir, was wir damit nun anfangen können. So, hier bin ich jetzt in TradingView in einem 15-Minuten-Chart. Das E-Mini, das ist der Future auf den S&P 500 Index. Das, was du schon kennst wahrscheinlich, ist hier ein einfacher gleitender Durchschnitt, den ich hier mal reingenommen habe. Das ist der SMA über 20 Perioden. Dieser Durchschnitt ist ein anderer Durchschnitt als der Volume Average Price. Den zeige ich gleich, will dir nur mal kurz den Unterschied erklären. Dieser Durchschnitt, der einfache gleitende, wird berechnet, indem man die Schlusskurse der letzten, in diesem Fall 20 Perioden, aufaddiert und dann durch 20 teilt. Und in diesem Fall, jetzt ist der SMA gerade hier bei 5134,5. Das heißt, in den letzten 20 Handelsperioden über 15 Minuten war das der durchschnittliche Schlusskurs. Und jetzt schauen wir uns mal an, was es mit dem VWAP auf sich hat. Jetzt machen wir hier mal den SMA raus und fügen den VWAP ein. Da gehen wir hier einfach auf die Indikatorensuche. Ich habe das hier schon abgespeichert, volumengewichteter Durchschnittspreis. Du brauchst nur nach VWAP zu suchen. Dann klickst du hier drauf und dann wird dir der VWAP hier eingezeichnet. Das Erste, was wir machen sollten, wir gehen hier mal in die Einstellungen und jetzt siehst du hier, berechnet wird er, indem das Hoch, das Tief und das Close geteilt durch 3 werden. Das gibt dann diese blaue VWAP-Linie. Und jetzt haben wir hier noch dieses Band, Multiplier 1, das ist die einfache Standardabweichung und wir können hier auch noch die zweifache Standardabweichung dazu nehmen und dann kannst du nämlich besser erkennen, was es damit auf sich hat und wie wir das für unser Trading nutzen können. Ich erkläre jetzt ganz kurz erstmal an diesem Chart, was wir jetzt hier sehen. Wir haben jetzt also hier den 15-Minuten-Chart, das E-Mini S&P 500. Die blaue Linie
ist nun der volumengewichtete Durchschnittspreis während der Handelsperiode. Du siehst hier, an diesem Tag hat der Handel begonnen. Das ist hier dieser Knoten, wo praktisch jetzt diese neue Periode dann angefangen wird, berechnet zu werden. Und jetzt sehen wir hier die blaue Linie, das ist der volumengewichtete Durchschnittspreis. Und wenn der Kurs über diesem liegt, dann gehen wir von einem aufsteigenden Trend aus. Und wenn der Kurs darunter liegt, von einem absteigenden Trend. Und jetzt sieht man, dass der Kurs hier immer wieder um diesen VWAP pendelt, so wie wir das auch vom gleitenden einfachen Durchschnitt kennen. Und wenn wir jetzt wissen, dass der S&P 500 seit längerem schon in einem Aufwärtstrend sich befindet, dann suchen wir jetzt nach günstigen Einstiegen Intraday, wo wir einfach den E-Mini kaufen können. Und das finden wir, indem wir hier diese Standardabweichungen berücksichtigen. Das sind also relativ hohe Abweichungen vom Preis. Wenn du dich mit den Bollinger Bändern auskennst, das läuft so ähnlich. Also 95% der Preise verlaufen innerhalb der ersten beiden Standardabweichungen. Das heißt, wenn wir wissen, der E-Mini ist in einem Aufwärtstrend und fällt jetzt hier zurück auf eine zweite Standardabweichung unterhalb des VWAP, dann haben wir eine potenzielle Möglichkeit, hier einzusteigen, wenn wir ein bullisches Signal sehen, wie eine große grüne Kerze. Das sieht man zum Beispiel sehr gut hier. Ja? Und jetzt können wir Folgendes machen. Wir suchen jetzt hier in der größeren Zeitebene nach dem Trend. Deswegen mache ich das jetzt folgendermaßen. Ich hole mir hier einen zweiten Chart nebendran. Gehe mal hier links auf einen 60-Minuten-Chart. Das ist für uns jetzt hier die höhere Zeitebene. Und das Schöne ist, wir haben jetzt hier die Möglichkeit, egal wo wir mit dem Cursor sind, ob in dem rechten oder in dem linken Fenster, uns immer anzeigen zu lassen, wo wir gerade sind, in beiden Zeitebenen parallel. Du siehst, der Cursor, gehen wir hier mal auf jetzt den Tagesbeginn, 9 Uhr im 1-Stunden-Chart, das siehst du hier links, haben wir eine große grüne Kerze und jetzt geht der Kurs hier in Richtung Norden. Wir sind also hier im großen Chart, im großen Chartbild eine Stunde im Aufwärtstrend und können das jetzt hier entsprechend rechts verfolgen. Wir sehen jetzt hier, da mache ich einfach mal eine vertikale Linie rein. Das hier ist jetzt der Beginn der Handelssitzung um 9 Uhr an diesem Tag. Die markiere ich auch mal hier rechts. Und jetzt sehen wir hier, der Trend geht nach oben. Und jetzt müssten wir eigentlich nur warten, bis der Kurs mal hier wieder zurückkommt, entweder zum gleitenden Durchschnitt, diesem Volume Weighted Average Price, oder sogar vielleicht zurückfällt auf unterhalb, eine negative Standardabweichung aufweist. Und dann wissen wir, wir haben einen günstigen Einstiegszeitpunkt. Wir können jetzt ja hier mal weiter in der Vergangenheit suchen, wo wir so eine Gelegenheit gehabt hätten. Klar, im Nachhinein kann man das immer gut zeigen. Entschuldige diese kurze Unterbrechung, es geht gleich weiter. Aber ich habe eine kleine Bitte an dich. Wenn dir dieses Video gefällt, dann sei doch so gut und gib ihm ein Like und abonniere meinen Kanal. Das motiviert mich wiederum, weitere solche Videos zu erstellen mit noch mehr nützlichem Inhalt. Und so haben wir beide etwas davon. Herzlichen Dank. Ich bin jetzt mal zurückgegangen, um nach einer geeigneten Situation zu suchen, an der ich dir erklären kann, wie das mit den Rücksetzern am besten funktioniert. Wir sind jetzt hier Anfang März und wir sehen im 1-Stunden-Chart links, dass der Kurs sich in einem Aufwärtstrend befindet und dann an die zweite Standardabweichung nach unten angestoßen ist. Hier haben wir dann eine relativ große bullische grüne Kerze und diese Situation habe ich jetzt hier rechts im kleineren Chart, also im 15-Minuten-Chart auch mal markiert mit dieser vertikalen Linie. Und da sehen wir, dass der Kurs also auch hier an diese zweifache Standardabweichung angestoßen war, was bedeutet, dass der Kurs sehr wahrscheinlich jetzt wieder nach oben abprallt und weiter ansteigt und den großen Trend wieder aufnimmt. Das heißt, man hätte hier schon eine sehr gute Einstiegsmöglichkeit gehabt. Bei ungefähr 5097 Punkten hätte seinen Stop hier runterlegen können, ungefähr 10 Punkte darunter und dann hätte man hier wunderbar diese Aufwärtsbewegung mitnehmen können. Jetzt können wir nochmal gucken, wie wir hier weiter hätten verfahren können. Der Kurs ist dann erstmal wieder zurückgekommen und dann haben wir hier wiederum eine Möglichkeit eventuell. Gehen wir mal hier, das ist der 5. März und gucken mal, wo wir diesen Punkt finden im größeren Chart. Das wird wahrscheinlich hier irgendwo gewesen sein. Das ist hier unten, genau. Ich markiere auch mal da diese Stelle. Das ist hier gewesen und du siehst, hier im Stundenchart hat der Trend jetzt wieder gedreht, ist nach oben gelaufen. Und jetzt hätten wir also auch hier erkennen können, wir haben hier eine große grüne Kerze.
Das ist ein sehr bullisches Signal. Dann hätte man auch hier wieder mit einem sehr engen Stop einsteigen können, um diesen Trend nach oben weiter zu reiten. Klar, im Nachhinein ist das immer leicht gesagt. Ist jetzt hier natürlich ein Paradebeispiel. Es muss nicht immer klappen. Wichtig ist, dass man sein Risikomanagement beherrscht. Aber du siehst, wie schön der Preis hier reagiert an den Standardabweichungen des Volume Weighted Average Price. Deswegen ist das für Trendtrader eine sehr gute Sache. Man kann sich hier an diesen Standardabweichungen wie bei den Bollinger Bändern sehr gut orientieren und dann den Trend entsprechend reiten. Das klappt natürlich vor allen Dingen oder eigentlich nur wirklich auch in Trendphasen. Der VWAP ist vor allen Dingen dazu geeignet, in Trendphasen die Trends mitzunehmen. Also probier es einfach mal aus, hol dir den in den Chart und spiel ein bisschen damit rum. Wie gut du damit zurechtkommst, hinterlass mir gerne deinen Kommentar, was du von diesem Indikator hältst, ob du vielleicht schon Erfahrung damit gesammelt hast. Das würde mich interessieren. Vielen Dank. In diesem Video steckt sehr viel Rechercheaufwand und Zeit. Falls dir also das Video gefallen hat, hinterlass mir doch bitte ein Like und abonniere meinen Kanal. Damit unterstützt du mich und damit auch automatisch die Produktion weiterer solcher Videos. Herzlichen Dank.